Moin Leute, wie geht's und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ja, beim letzten Mal haben wir Mutant Tyrannia besiegt und jetzt müssen wir Baby Peach retten. Und ja, wir wissen ja, dass die hier irgendwie oben, da oben ist reingekrochen. Und ich wollte jetzt eigentlich reingehen, aber das wird gerade ein bisschen schwierig, weil wir können auch nicht buddeln, weil hier Metall ist. Super. Wie kommen wir da jetzt hin? So? Vielleicht sollte ich erstmal speichern, oder? Ich habe, glaube ich, einen Speicherbock beim letzten Mal gar nicht betätigt. Ja, da fehlen einfach 40 Minuten. Gut, dass der selbst noch da war. So, genau. Und heute hoffentlich mit einer nicht zu dunklen Kamera. So, da bringt uns schon mal nichts, wenn wir da hingehen. Okay. Wo müssen wir hin? Ich muss da hoch. Komme ich da irgendwie, aber ich muss, kann ich da nicht irgendwie von der anderen Seite reinkommen? Weil ich muss doch irgendwie das da aufmachen. Hilf mir! Genau. Ich war gesagt, ich soll perfekt den neuen Technik auf. Achso, ich habe eine neue Technik. Oh mein Gott, warte, was war das? Ich glaube, ich weiß es wieder. Ich glaube, irgendwie so war das doch. Genau. Ah. Und jetzt können wir da stampfen. Oder jetzt können wir da draufhauen. Gut. Ja gut, wenn man das schon einen Ticken länger nicht mehr aufgenommen hat und die Technik vergessen hat, die man am Ende vom letzten Part bekommen hat und dann noch nie benutzt hat, dann ist es natürlich eine Sache. So. Und das müssen wir jetzt nochmal machen. Gar kein Problem. Gut. Und dann gehen wir mal Baby Peach suchen. So. Wir haben ja nicht so gute Erfahrungen bei Babypassagen. Das wissen wir ja. So, jetzt habe ich die zum Rollen gebracht. Ne, warte, ich befreue euch. Wir haben ja nicht so gute Erfahrungen. Immer wenn der Gegner kam, sind wir gestorben. Gefühlt. Da ist sie ja. Mensch, aber abhauen, Frau. Was soll das? Muss doch hier bleiben. Du hast die Babyprinzessin gerettet. Das war jetzt aber nicht schwer. Nee, das war nicht schwer. Großartig, sehr gut. In der Tat. Du unser zutiefst empfundener Dank habe ich gewiss. Kommt nun, Babyprinzessin. Lass uns den Palast reparieren. Damit wir alle ein Nickerchen machen können. Ciao. Gebt ihr Pen. Ich gucke immer meine 2 FPS-Vorschau an in meiner Kamera. Und wir. Was machen wir jetzt? Der hat mir nicht gesagt, was wir jetzt machen. Oi. Der Palast sagt's mir wohl. Der Palast sagt's mir wohl. Schrecklich! Er ist zurück! Königliche Räume! Bro? Warte mal, königliche Räume ist doch da oben, oder? Warte, erstmal heilen. Falls wir noch nicht vollgeheilt waren. Sind wir jetzt. Und was ist bei den königlichen Räumen? Was ist da? Was ist da? Hä? Was, wo? Was ist passiert? Was? Hä? Das war doch ein königlicher Raum, oder muss ich jetzt nach oben? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber irgendwas ist passiert. Und das müssen wir jetzt herausfinden. Was? Das ist schon mal Schreckliches. Sind das königliche Räume? Komm, bestimmt. Muss doch einen Grund geben, warum der von rechts kam. Ah, da ist ein Pfeil. Mit einem Stern drauf. Was ist dahinter passiert? Bowser? Bowser? Wie konnte Bowser jetzt angreifen? Gift und Galle! Diesmal ist die Prinzessin mein, ihr Narren! Wo kommt der Bro jetzt her? Wie? Mario und der grüne Feigling sind hier? Wie hoch stehen die Chancen dafür? Ich gebe zu, beim letzten Mal habt ihr mir eins auf den Panzer gegeben, aber diesmal nicht. Genau heute steht in meinem Horoskop, dass ich alles gewinnen kann. Ich bin der Beste. Hab mal witzig gemacht. Nein, er wurde auch pilzifiziert. Oder auch nicht. Und frisst es einfach. Und kotzt wieder aus. Ja, besser ist es. Jetzt war's lila. Ach nee, der vergiftet gerade die Luft. Muss los! Okay, ciao. Ich mit der Peach mit der Pilzinfektion. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Halt! Jawohl, Baby Peach. Gebt den Prinzessin sofort wieder frei.
Tower 12, Tower 12, Tower 12. Ihr seht es gar nicht. Er ist gerade drüber gesprungen. Oh, es geht was kaputt. Watch. Und er landet in der Vergangenheit. Tschüss. Aber Peach nicht. Ah, doch, Peach auch. Okay, dann müssen wir wohl ins nächste Portal. Da oben links. Okay. Okay, okay. Mario, was sollen wir tun? Bowser hat die Plätzchen schon wieder geschnappt. Das ist ja wie ein Déjà-vu. Wenn wir nicht schnell etwas tun, wer weiß, was noch geschehen wird. Schnell hier nach. Schnell hier nach, Friends. Wir wollen schnell den Bowser hinterher. Okay, das machen wir. Kein Problem. Ich würde aber kurz den Weg dahin cutten, weil das ist ein bisschen langweilig. So. Dann haben wir jetzt hier irgendwo ein Portal. Ach, und da kommen wir jetzt mit den Babys hin, oder wie? Ne, da kommen wir schon immer hin. Ne, wie kommen wir da hin? Irgendwas gab, war da doch ein Problem letztes Mal. Wie gerne würde ich mir denn mal die Zeitschule auf diesem Vorsprung ansehen, aber der Spalt dazwischen ist zu breit für einen Sprung. Wenn ich nur fliegen oder drüber hinwegleiten könnte. Oh, wäre ich doch nur ein hübscher Akito oder ein geschmeidiger Paracooper. Ja, wir können ja theoretisch gleiten, aber es wird nicht reichen. Nope. Müssen wir da jetzt auch runterfallen? Oh mein Gott, das kann sein. Okay, ich bin am Sonnenschein gelaufen. So, dann gucken wir mal, hier müssen wir doch runterfallen jetzt, oder? Wenn die das können, dann können wir das auch. Mit der schon mal gleich, ne? So, hui! Was? Oder muss ich mit denen runterfliegen? Was willst du denn von mir? So, jetzt. Das hat nur viel zu lange gedauert. Jetzt können wir gleiten. Und das reicht ja easy. Aber was ist das mit den Großen? Muss ich jetzt mit den Kleinen spielen? Ich hab keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Steinblock-Vulkan. Pilzkönig in der Vergangenheit. Oh oh. Jetzt habe ich Babys. Und ich muss aber große Peach und großen Bowser finden. Das ist die Shimtex-Musik. Ich hab doch die großen. Ja, das ist okay, wenn ihr mitkommt, dann ist das natürlich eine Sache. Das hat Shimtex mal benutzt in einem Video von ihm. Die Musik ballert. Ich mag die Musik. Oh ja, Steinblock-Vulkanfahrt. Vorsicht, Steinschlag. Uiuiui, ui, ui. Und das sind Turms. Uiuiui, ui, ui. Kommen da Turms vor? Save, oder? Oh, die Musik, ne? Boah, jetzt muss ich mal an Shimtex in einem Video denken. War das wie Play oder sowas? Ich weiß gar nicht, was das war. Oder Mr. Bean. Yo, dies ist der Steinblock-Vulkan. Seid ihr auch Bergsteiger? Das sind wir alle. Und zwar extrem. Wie der Name bereits verrät, ist dies ein Vulkan voller Steinblöcke. Oh, am Gipfel treibt sich auch ein Wissenschaftler namens K-Kabum oder meine Güte. Oder so ähnlich rum. Genau. Genau, Toad, roter Toad. Genau das. Das würde ich jetzt auch an deiner Stelle behaupten. So. Sind es irgendwie Risse? Nö, aber da ist ein Bohnenriss. Den nehmen wir mit. Und Baby... Die Großen haben sich wieder vergehakt und jetzt stopp, stopp, wo mitnehmen und weiter. So. Okay, wir haben ja ganz viele Steinblöcke, ganz viele Turms, ganz viele super schöne Gesichter, was überhaupt nicht creepy eigentlich ist, aber okay. Die können wir nicht schieben. Aber da können wir hoch. Wieder mit dem Babyträger. Ich muss jetzt glaube die ganze Zeit benutzen, glaube ich. Yep. Und hopp. Und dann geht ja ein Weg auf. Aber da ist noch mehr. Das wollen wir natürlich wissen, was da noch ist. Wie, das geht nicht. Ah, wait mal. Vielleicht sind wir da rein. Das war's. Super. Warum geht das nicht? Egal. Das wollte uns jetzt schon nicht umbringen, dieser Fragezeichenblock, wenn wir den nicht mitnehmen. So, dann ist hier eine Brücke, die ein bisschen gefährlich aussieht, aber ne, wir leben. Oh mein Gott. Das ist ein Gegner. Das ist eine Kiste. Das sind viele Kisten. Okay. Was geht? Oh mein Gott, echt mal wieder kämpfen hier. Das kenne ich gar nicht mehr. What? Tschüss. Was? Ach so, die Farbe, die haben. Ja, okay, das kann ich mir leicht merken. Es geht um die Farben, die Kisten haben. Und ich kriege Heilung, weil ich diesen Orden habe, ne? Geil. Bam, bam. Ich weiß aber nicht, was trauriges Gesicht und böses Gesicht bedeutet. Das brauchst du mich nicht fragen. What? What? Die holen sich Nachschub. Oh mein Gott, was? Die verändern einfach noch ihre Farbe. Ja, Bro.
Egal, Luigi heilt sich, das ist wichtig. So, ich glaube, die sind ein bisschen hartnäckig. Jetzt müssen wir doch was machen. Ich muss doch auf Flächen schauen, ja. Ja, okay, komm. Wir probieren. Was bringt Feuer gegen Kisten? Eigentlich bringt ja Feuer gegen Kisten voll viel. Weil es ist fucking Holzkisten. Es sind fucking Holzkisten, das muss doch klappen. Ja, eine ist down. Ist aber nicht viel. Das war komplett der falsche Knopf. Tschüss. 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 Hab's geschafft. So, und dann haben wir jetzt hier wieder eine Sprüngle. Bin ich komplett verkacke. Und der Hammerschlag war wichtig mit 32. What? What? Und dann sind sie weg. Okay. 120 EP. Das nehme ich mit. Aber safe. Okay, die Gegner sind ein bisschen weird, die Kisten. Die spawnen einfach neue. Aber wenigstens ist der Angriff leicht zu kapieren. So, eigentlich geht es ja rechts weiter, oder? Ich will natürlich wieder einige Gegner besiegen, damit wir hier leveln und damit wir nicht wieder irgendwie unterlevelt sind. Das wollen wir nicht. Aber ich habe irgendwie einfach zu wenig des Schaden gemacht, ne? Das muss man ja schon mal so grob behaupten. Ach so. Oh mein Gott, das war voll gut schon wieder. Guck, die ist wieder gespawnt, die Kiste. Meine Güte. Was soll das? Geh weg. Oder hauen die mal ab und ich merke das gar nicht. Ich weiß es nicht. Zack. 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 Ich glaube, die Gesichter haben nichts zu bedeuten. Oder? Sieht nicht so aus. Irgendwie haben die ganz ein anderes Gesicht. Aber diese Runde ist schon viel besser mit dem Ausweichen. Ich habe zu viel gedrückt. Stimmt, ich kann einfach beide gedrückt halten. Beide Knöpfe und dann Abfahrt. Boah, ein Critical. Und dann Abfahrt. Scheiße. Ja, greif an, das ist gut. Das ist gut. Ja, perfekt. Wunderbar, wieder 120. Ach, nee, 120. Egal, Bastio. Bastio, was haben wir hier? Was bringen diese Lücken? Da ist aber nichts. Verstehe ich nicht. Egal. Hier haben wir noch mehr so eine. Da haben wir noch mehr Küsten. Juhu. Was sind das eigentlich? Das heißen die irgendwie Trump oder sowas? Haben die einen Namen? Kabouts. Okay. Okay. Sprung macht einfach mehr Schaden als Ding. Wunderbar. Gut, aber ich würde jetzt einfach mal cutten, glaube ich. Die Kämpfe sind ja nicht so spannend. Ja, wunderbar. Dann sind wir wieder 20 weniger. 120, dann 180. Was soll das eigentlich? Wir hatten das erfunden. Und wieder eine Lücke, die mir nichts bringt. Toll, danke. Warte, was war da? Nix. Irgendwie hat oben rechts irgendein Symbol komisch gemacht. Egal. Nächste Kisten. Ja, wunderbar. Ich liebe diese Kisten, die sind so einfach und schon wieder 20 weniger. Ja, aber die Kisten, das sind so Tobi-Gegner. Die sind einfach zum Besiegen und einfach zum Abwehren. Also das ist wunderbar. Das muss man schon mehr sagen. So, muss ich jetzt hier auch irgendwie gleiten. Irgendwie muss man ja da rankommen. Ah. Okay. Dann können wir das mitnehmen. Spannend. Eine Gleitfunktion ist sehr spannend. Uiuiui. Die muss man, glaube ich, wieder da hochschleudern. Dann machen wir das. Hui. Wunderbar. Trampoline. Das. Und dann müssen wir auch nicht irgendwie rüberrollen, glaube ich. Wir können Mario und Luigi so holen. Schockschwätzt, 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 schockschwätzt. So, weiter geht's. Nächste Etappe. Wieder mit einem Kirschengegner. Eisblumen. Und Fight. Geil. Gratis EP, bis wir ein Level abkriegen. Boah, ein Critical 55, sorry. Und er holt sich einen neuen. So, und da mal wieder 100 plus. Ja, wunderbar. Ich glaube mal bei 5000 kriegen wir neues Level. Also das würde sich anbieten, weil 5000 ist eine Zahl. Die ist eine wilde Zahl. Und dann würde ich schon sagen, dass man da ein Level abkriegt. Scheiße. Wenn man den ersten Angriff nicht kriegt, dann fehlt halt einem schon was, ne?
So, machen wir mal wieder sowas hier. Oh, boah. Ah, lol, Trampolin geht auf alle. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Okay. A. B. A. B. X. Y. A. Y. X. B. A. Nein. 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 Doch. Scheiße. Ja, okay, aber wenn es auf 4 Ziele geht natürlich, dann weiß man natürlich nie, wo die genau hingehen und dann ist es schwierig, ne? Uiui. Aber wir können wieder kontern. Let's go. Easy. Guck, wie easy das ist. Das sind so richtige Tobi-Gegner. Ich finde das so geil. Gar kein Problem. Wieder 80. Fast sind wir bei 5000. So. Und weiter geht's mit der Shimtex-Musik. Ihr wisst ja natürlich alle, wo das war in welchem Video, ne? Mit dem Worten Mushroom-Intro, wo er das Lied benutzt hat. Genau. Genau. Ich habe ja nicht jedes Shimtex-Video schon 20 Mal geguckt. Nein. So, nächster kommt. Und wieder 120 auf unser Konto. Der ist halt 5000, aber es war kein Level-Up. Schade. Hätte ja sein können. Aber okay, dann halt nicht. Ist okay, kein Problem. Jetzt fahre ich wieder runter. Aber ja, ich hoffe, euch stört es nicht zu sehr, wenn ich die Kämpfe rausschneide, weil es ist halt bis jetzt vor allem immer die gleichen Gegner gewesen. Und es war halt auch immer das gleiche mit Abwehren und Angreifen, deswegen denke ich mal nicht, dass es euch so stört. Extreme Gefahr, der Zutritt zur Spalte links ist hochdünn, Personen untersagt. Den sich darin befindlichen Propeller zum Schweben zu benutzen, ist ebenfalls verboten. Bleib weg, fort. Sorry, ich habe noch nichts gemacht, aber okay. Da geht's rein. Da haben wir... Das ist der Propeller. Dann müssen wir uns klein stampfen lassen, oder wie? Oder kann ich da unten? Nee. Nein. Sieht nicht gut aus, dass wir da was machen können. Okay. Aber wo dann? Darf man rüberlaufen? Okay. Okay, das ist, glaube ich, also das ist safe zu hoch. Oder? Ja. Das können nicht mal die Babys. Dann müssen wir doch mit der... Es gibt noch eine Funktion. Wie haben wir die den Kleinen bekommen? Wie war denn das? Mit A überrollen, ne? Ja. So. Jetzt können wir mit diesen kleinen Pucks da... ah, und dann können wir... Okay, wir sind zwei kleine Pucks. Wachsen wieder und springen da auch. Tauchen wieder auf. Und laufen hier schön entlang. Und machen... Ja. Ich bin zu... Muss ja mit dem Hammer draufschlagen, oder? Ich glaube, ich kann da gar nicht draufspringen. Toll, danke, dass mir jemand sagt. Jetzt aber. Danke. Meine Güte. Und jetzt? Wow, ich hätte das zweite Schild lesen können. Das wusste ich natürlich. So, irgendwie ist die Aufnahme anders. Irgendwie ist der Part anders als sonst. Das ist nicht so chillig. Ich glaube, die ganze Zeit nur Scheiße. Und kämpft gegen Küsten. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist heute in dem Part anders. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Ich hoffe, ich verstöre euch nicht oder sowas. Jetzt muss ich wieder klein stampfen, ne? Muss mal wieder klein stampfen. Bam! Und dann kommen wir nämlich da hoch. Und wahrscheinlich ist da oben auch wieder irgendwo so eine Röhre, womit wir dann die Großen holen können. Scheiße. Scheiße. Ja, so, so, so. Perfekt. So ist gut. Dass die nur wieder groß werden, wenn sie beide auf dem Boden sind. Das ist gut. Und jetzt kommen wir hier rein. Und da ist dann die Bauröhre. Dann haben wir den Abstand fertig gemacht in dem Part. Da können wir die Großen holen. Und das nicht wunderbar ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. So, und da oben ist jetzt was? Genau, die Röhre. Was passiert denn da in der Röhre? Nächstes Bergland. Let's go! Hat so Mario Kart-Strecken-Vibes, hat dieses DK-Bergland, ne? Solche Vibes hat es. Okay!
Dann würde ich sagen, Speierblock, perfekt, Abschnitt abgehakt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das war es gewesen mit dem heutigen Part. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Bei Mario und ich zusammen die Zeit. Dann geht's weiter im Bergland. Wir versuchen Bowser zu finden und Peach zu befreien. Und ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Und ich habe einen schönen Tag und bye bye.